Was geht ab? Wir sind zurück bei Batman. Ja, Arkham Origins. Ich bin nicht alleine, Basti ist dabei. Hallo! Und ja, nach langer Pause habe ich mich entschlossen, mal wieder weiterzumachen, weil, ja. Beziehungsweise habe ich mich auch ein bisschen in den Arsch getreten. Ja, genau, Basti. Ne? Ja. Oh, das war ich jetzt aber nicht. Besonders. Und wir werden jetzt hier mal weitermachen. Ja, ein schönes Spray verwenden. Ja. Und wir haben uns ein paar Fragen rausgesucht. Basti, du kannst Dann werde ich gleich starten, aber vorher sage ich besser noch, dass ich Momo per Teamviewer zusehe. Ach ja, genau. Und kannst du dir irgendeine Frage aussuchen? Das wird nicht einfach. Direkt. Aber wenn ich auf die Verbrecherdatenbank muss ich den Serverraum finden, ohne entdeckt zu werden. Ja, und? Du stehst auf der Polizist? Ach so. Ach toll. Ja, Easter Egg. Ey, was ist daran Easter Egg? Hä? War nur ein Scherz. Oh, ich weiß, was gleich passieren wird. Ja, gleich kommt dann nochmal kurz die Zwischensequenz und dann kann Basti erzählen, während ich am Kämpfen bin. Genau. Warte ich noch eben schnell. Ja, und die Schnauze. Mal links. Wow! Polizist! Naja, sie sollten nicht. Hey. Ja, hoch, Arschloch! Müssen Sie mit dem Kreis sein, Sir? Sie sind so korrupt, wie man sich nur vorstellen kann. Und mir im Sinn. Scheiße. Tür öffnen, yay! Hallo! Ich bin der neue Lehrer. Du bist auf einer Polizeipräsidium. Mir egal, ich bin trotzdem noch. Da stehen noch zwei. Nur drei. Autsch. Los! Komm, jetzt mach mal halt, Lankum! Mach mal halt. Bam, Digga! Autsch. Mal die da drin spielen richtig. Good Cop, Bad Cop. Hab ich nicht gesehen. Batman ist so schwach, er kann die Tür nicht aufbrechen. Bei solchen Türen bringt mich mein kryptografischer Sequenzer nicht weiter. Ich muss einen anderen Weg finden. Die ist auch zu. Hat eine Scheiße. Ja, Also, soll ich dich jetzt an der langen Leine sagen lassen und suchen oder lassen oder soll ich dir es sagen? Nee, ich glaube, kannst du mich suchen lassen. Den Tipp, falsche Richtung. So ein Arschloch, ne? Mhm. Wärmer. Wärmer. Mhm, kalt. Wärmer, wärmer, wärmer. Meine, da oben ist es. Links. Ach Gott. Ach, ich find's schön, Leute zappeln zu lassen. So. Wann kommt denn hier die scheiß Zwischensequenz, meine Güte? Die kommt gleich. Gegen so viele bewaffnete Männer habe ich keine Chance. Oh. Mit Deathstrokes Fernlenkkralle kann ich über ihnen vorbeikommen. Aber die mag ich ja. Ja, die ist echt geil. Während ihr Schwachköpfe in Blackgate die Putzkolonne gegeben habt, habe ich uns einen Haufen Kohle gekehrt. Wir haben einen Deal, weil sich das auch einfach selber rüberzieht. Ja, ja, das denkt halt mit, das Ding. Ich muss leise sein, damit diese SWAT-Männer mich nicht hören. Sind die Selbstgespräche von Batman immer sehr toll. Ja. Leise sein. Ich muss leise sein. Ja. Egal, ich weiß nicht, wann die Dings. Ich weiß nicht, wann die Zwischensequenz kommt. Ich würde am Anfang mit der ersten Frage. Ja, genau, wir können ja dann einfach stoppen in der Frage. Und ich, wo war die Frage jetzt? Ja, ist egal, such dir eine aus, musst nicht die nehmen. Ich höre. Was, wenn ja. Captain Momo. Die ganzen Schläger aus ja. Den Zellen raus? Wie siehst du dich in 10 du bis 15 meinst, Jahren? Wir lassen sie raus. Ui. Ein kleiner Gefängnisaufstand. Wo sehe ich mich in 10 bis 15 Jahren? Sieht's aus, als hätte er die Kontrolle verloren. Das ist eine Scheißfrage, weil ich jetzt eigentlich. Ich möchte meine Zukunft eigentlich nicht vorauspredigen, weil ich darauf warte, was passiert. Und hast du schon eine Idee? Okay, einen Wunsch hätte ich auf jeden Fall. Na, Wrestler werden. Ja, wäre schon cool, aber eigentlich, wenn es nicht klappen sollte, nach Köln ziehen, meiner besten Freundin zusammen und dann Me too. Das Leben genießen. Aber nach Köln.
Aber Köln ist nicht warum, also jetzt nicht darum wegen YouTube und so, sondern einfach, ja. Das ist geil da. Und du, Basti? Also ich würde, ich werde wahrscheinlich auch mit dem netten Tillmann wahrscheinlich zusammenziehen. Nein, ich bin nicht schwul, by the way. ja, keine Ahnung, Köln hätte ich auch voll Bock drauf, wollten wir eigentlich auch machen. Und mal sehen, wie das Leben so weitergeht. Yo. Wie hoch ist der denn bitte gerade geflogen? Ja, Batman hat ja halt den Rechenhaken des Todes. Ja. Das ist ja mein Freund. Ja, ja. Nicht du schon wieder. Doch, ich schon wieder. Große Klappe. Ich finde den Namen so geil. Wie er die Leute immer verhört. Rede, oder du wirst nirgendwo hinlaufen. Nie wieder. Nee, nee. Du kannst dich mal dafür verantworten, dass du mich vom Dach geschmissen hast, Alter. Nein, du antwortest mir. Wie funktioniert dieser Unterbrecher? Wag doch die Bullen. Die Beweismittelsicherung hat ihn. Wie wär's mit einem Spaziergang auf dem Dach? Okay, okay. Du gewinnst. Er blockiert Waffen, überbrückt elektronische Schlösser und lässt du mich jetzt los? Wie ist das beim letzten Mal für dich ausgegangen? Bewusstlos, hey. Ja. Ricky, große Klappe. Ja. So. So, Mo, nächste Frage. Ja. Und zwar, bist du nah am Wasser gebaut? Wir haben recht. Fängst du auf, fängst du schnell an zu heulen? Weiß ich nicht, also... Kommt situationsbedingt an, also ich heule jetzt nicht, weil in einem Film irgendeiner stirbt. Weiß ich nicht, also, nee, ich glaube nicht. Ja. Ich übrigens auch nicht. So, Momo, jetzt so eine richtig geile Frage, die ich wirklich persönlich super finde. Wo drin bist du so richtig, richtig, richtig scheiße? Ego-Shooter. Ego-Shooter, bin ich so richtig, richtig scheiße. Echt? Ja. Ja, sieht man in Garry's Mod. Nee, das... Ja, da auch. So. Das war auch immer meine Lieblingsstelle hier. Alarmstufe 1, Eindringling im Gebäude. Gut gesucht. Ja. Ego-Shooter, weil ich bin einfach scheiße da drin. Deswegen werde ich auch nie einen Ego-Shooter Let's Playen, zumindest nicht alleine. Mit mir zusammen? Ja, da vielleicht, weil ich dann einen hab, der was kann. Wenn du was kannst. Oh, glaub mir, ich kann was. Also so wie bei Alex, weiß ich, der kann was. Ja, Alex ist so eine Klasse für sich. Deswegen. Der ist noch ein ganzes Stück besser als ich. Und wenn ich einen dabei hab, der halt was kann, so wie Alex macht ja auch die Battlefield-Parts. Ne? Und, ja. Ich finde toll, dass Batman ganz leise einfach 3-4 Schrauben raustreten kann. Du bist gerade einen vorbeigelaufen, aber passt schon. Ach so? Batman ist im Gebäude. Ist zu. Der ist doch Mette, oder nicht? Ja. Genau wie meine. Ja. All den Köpfen, die wir einschlagen, sollte man meinen, dass dieser Punk sich... Also, nächste Frage. Vor allem nicht auf der Wache. Was hältst du von der Todeshälfte? Laufen macht mich fertig. Was hältst du von der Todesstrafe? Unnötig. Wachsam bleiben, Leute. Er kommt unnötig. Hier auf euch zu. Unnötig. Schon da. Ja. Sehr, sehr unnötig. Das schließe ich wieder an. Ich meine, es gibt wirklich Leute, die sie verdient haben, aber ich wünsche keinem den Tod. Naja. Von mir aus lebenslang eingesperrt. Das hat sich nicht selbst geworfen, Mama. Hoppala. Ja, da bist du wohl auf die Windows-Taste gekommen. Das kommt, wenn man im Fenstermodus spielen muss, wegen Basti. Keine Ahnung. Hallo. Ich hab dir gesagt, zieh die die Taskleiste auf eine andere Seite. Was? Ich hab dir gesagt, zieh die Taskleiste auf einen anderen Bildschirm. Geht nicht. Komm auf! Geht auf! Doch, geht. F. Da hab ich mir einen super Punkt zum Greifen ausgesucht. Yay! Passt schon. Jetzt sind die alle da unter. Ja, Todesstrafe! Nein. Ne, bin ich auch ehrlich gesagt gegen.
Doch, nochmal eine persönliche Frage. Ist der Zimmer ordentlich oder unordentlich? Es kommt drauf an, wenn ich... Das ist wirklich so. Also habe ich Besuch hier gehabt, auch wenn es nur ein Tag war, ne? Oh, oh. Kommt her, schnell! Auch wenn es nur ein Tag war, sieht mein Zimmer einfach so arschsaumäßig scheiße aus, ne? Geh hoch schnell! Nö. Wirst du doch. Egal. Okay. Also wenn ich ehrlich bin, mein Zimmer, wenn ich mich so umschaue, bis auf mein Bett, alles ziemlich ordentlich. Bis auf meinen Schreibtisch, hier stehen diverse Teller rum. Aber gut. Und Flaschen, alles mögliche. Also Teller nicht, aber Flaschen auch, ja. Und ein Milchpacken, okay. Ja, gut, ich such mal nach einer neuen Frage. Ja. Was hältst du von heiraten? Wenn man den richtigen gefunden hat, ja. Die richtige, den richtigen. Auf jeden Fall. Wirst du später tun? Wenn die Welt für mich die richtige bereithält, ja. Du nicht deinen Quadranten abzuholen? Du musst wissen, auf jeden, für jeden Topf gibt es auch einen passenden Deckel. Wieso das? Ja. Hast du nicht gehört? Brandon hat einen Deal. Ich bin kein Frischling. Oh. Also, mach dir keine Gedanken. Nee, ich mach mir da auch, wie gesagt, ich mach mir über meine Zukunft eigentlich überhaupt keine Gedanken. Ich möchte nur so Menschen, die ich jetzt gut kenne und wo ich halt weiß, ja, das sind Freunde. Die sollen halt auch ein Leben lang Kontakt mit mir halten und das werde ich auch dafür sorgen. Dass sie Kontakt mit mir halten. Ja, das will, dafür bin ich auch. Und du hast übrigens ein kleines Problem. Ach ja. Dude. Bad-Computer nicht verfügbar. Ich bin mit diesem Sicherheitsprotokoll nicht vertraut. Und die Fenster bestehen aus verstärktem Glas. Hm. Vielleicht hilft hier der Unterbrecher aus der Asservatenkammer. Ach so. Von wo? Nee, ich meine, du musst da rechts durch die Tür. Links. Genau. Ja. Ist mir nämlich passiert. Ich habe mich da stundenlang tot gesucht, ne? Als ich das erste Mal durchgespielt habe. So, nächste Frage, mein Freund. Ja. Was tust du, um dich abzureagieren? Alfred, ich komme nicht an die Asservatenkammer. Ja, gut. Gib mir mal eine Situation, von was ich mich abreagieren soll. Schule, komische Menschen, Sport. Sag ich jetzt mal, wenn mich Menschen in der Schule angekotzt haben. Ich habe ihn genau. Auf ihrer Karte markiert. Damals, was ich damals gemacht habe, ich habe diesen Menschen bei WWE erstellt und habe ihn platt gemacht. Und heute, wie reagiere ich mich ab? Musik an, so laut es geht. Wichsen. Masturbieren. Was tust du, um die abzureden? Masturbieren. Nein, das regt mich nur noch mehr. Was? Nein. Sicherheitspersonal wird benötigt. Ja, weiß ich nicht, was ich mache, um mich abzureagieren. Einfach meine Ruhe haben und hier alleine in meinem Zimmer sitzen und mich abschotten erstmal von Wichsen. Allen. Nein. Ja. Wenn Gordon die Kontrolle verloren hätte, wir brauchen einen klassischen Gefängnisaufstand. Ihr wollt einen Aufstand? Dann lasst mich raus. Ruhig, Großer. Hier sind überall Kameras. Wir lassen niemanden raus. Glaub's nicht. Peng. Oh, wow. Auf deiner Knarre. Der hat eine Waffe! So, Momo. Jetzt kommt eine kindische Frage. Fluchst du viel? Oh ja! Und wenn ja, was ist dein Lieblingsschimpfwort? Die Polizei wird hinter dir her sein! Mein Lieblingsschimpfwort? Ich hab keinen Stift. Weiß ich nicht, ich hab keins. Wechseln! So viel, was ich. Mehr sagt, also nee. Nee, ein Lieblingsschimpfwort habe ich nicht. Okay. Ja, gut.
Abgehört auf dich ist ein. Wir sind jetzt gleich bei 15 und ich würde sagen, dann machen wir hier nächste Folge. Das war's schon. Ja, ja, das war's schon. Aber nächste Folge geht's weiter. Ich hoffe, Basti ist auch wieder mit bei. Ja. Und ja, schaltet dann das nächste Mal wieder ein bei Batman Arkham Origins. Dann würde ich sagen, haut da rein. Bis dann. Abonniert mich. Ja, genau. Ach so, genau. Schaut doch mal bei den Redux Gamers rauf. Der kann alles unten in der Beschreibung. Und ja, dann würde ich sagen, haut da rein. Tüdelü!